Er ist wieder da. Nein, nicht der. Gemeint war Mr. Nein, König Kompetenz. Fabian Skilling ist wieder am Rumnubeln. Viel Spaß mit heutigen Folgen. So, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forzatron. Mit einem wunderschönen Freitagmittag. Und es ist endlich auch mal kälter geworden. Ich bin so froh darüber. Denn dann sind wir sonst gerade mal 23 Grad, was sehr angenehm ist, statt irgendwie 30 oder so. Das ist ja nicht so geil. Aber das ist nicht das Thema heute. Und zwar heute natürlich wieder Forzatron. Man sieht schon, es geht heute mal ums Driften. Ich meine, ich bin ja dafür bekannt, ein sehr guter Drifter zu sein. Ich meine, wie jeder weiß, bin ich natürlich der Driftkönig. Natürlich. So, heißt ja auch nämlich Drift Session. Kommt raus, wo immer ihr driftet. Und ich meine, die Karre da im Bild, ne? Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Silvia. Ist das ein Case Aero oder so? Ich weiß nicht. Oder keine Ahnung. Irgendwie so ein Nissan Silvia ist das. Und mit Bodykit, das sieht schon fett aus, ne? Schön, die Felgen finde ich auch geil. Die Farbe ist sowieso beste. Und Driften ist halt auch geil, ne? Aber ob man es kann, ist eine andere Frage. Aber es ist trotzdem geil. Sich wieder vier Sachen, auch wieder ein Auto zu gewinnen und noch keinen Porsche. Nur einen anderen Nissan. Das erste wäre, driftige Gründe. Erzielen Sie in einer Driftzone 3 Sterne, um 95.000 EP zu erhalten. Machbar. Dann gefährliche Überflieger. Okay. Erzielen Sie in einem Nissan Skyline 2000 GTR 3 Sterne, den ich auch gerade fahre. Bei dem Wasserladungsgefahrenschild. Also ist das ein Karschild? Ich glaube schon. Um den Nissan GTR HE zu erhalten. Das müsste, glaube ich, auch der 2012er GTR sein, nicht der 2017er. Dann als drittes Tokio Blitzgewitter. Schließen Sie ein Korbrennen in einem japanischen Auto ab, um drei Lose zu halten. Ob wir das machen werden, weiß ich noch gar nicht. Ich muss gucken, wie ich das denn mache. Halt, entweder machen wir es dann oder halt nicht. Muss ich halt noch entscheiden. Gucken halt, wie auch Leute Zeit haben, das im Korb zu machen. Und auch noch zuletzt der Bremstest. Verfügen Sie 20 Driftfähigkeiten, um 35.000 Credit zu halten. Komischer Bremstest wegen Driften, aber naja, wir fangen mal an. Mit den drei Ständen einer Driftzone. Ich mache hier dann logischerweise den 2000er GTR von 1971, nicht 73, wie es ungefähr verwechseln. Wo es nur einen Wagen gibt, der genauso heißt, wie es da steht, aber gut. Checken einige Leute wieder nicht. Ein bisschen aufgebaut, ne? Mit dem Supramotor. Da müsste der Supramotor sein. Mal gucken, was da so geht. Und noch nicht mal voll aufgebaut, ja? Das kommt noch. Wir brauchen hier in dieser bis 260.000 Punkte, aber erstmal schön die Kurve verkacken. So beginnt das am besten. Okay, er will nicht. Der hat, glaube ich, nur um die 400 kW. Also nur, ne? Ja, das ist war schon mal sehr gut angefangen, muss ich sagen. Ich kann es halt einfach mal driften. Ja, ich kann das sehr gut. Ich bin auch den Wagen davor nicht gefahren. Nicht groß, halt. Nein, nicht drehen. Halt, stopp, das unterbreche ich mal. So geht das nicht. Nein. Das funktioniert gerade nicht so geil. Nein, auch nicht so weit außen. Mit diesen Nissans, ey. Oh, nö, ich will zurückspulen. Geht auch nicht. Oh, nee. Ja. Jetzt sage ich mir wirklich der absolute Driftgott. Deswegen machen wir es direkt nochmal. Aber haben schon mal einen Erfolg freigeschaltet. Denn das waren schon 20 Driftfähigkeiten. Oder eher Drift-No-Fähigkeiten, weil das war jetzt kein Skill.
Ja, aber der Skill erwartet, kann gerne abschalten. So, aber ich glaube, in der Bank ist das auf jeden Fall machbar. Stimmt mir zu dem nicht an. Und auch wieder einen Controller. Ich glaube, bei Lenkrad, das wäre noch ein bisschen schlimmer. Das Ganze. Für euch. Und für mich. Oder einfach gekonnt außen vorbei driften an der Driftzone. Das ist auch wieder eines der Highlights dieses Videos. Ja, okay, das war auch scheiße. Man merkt, ich drifte nicht oft. Das ist schon mal ein bisschen besser. Ja. Verband Skilling dreht sich gerade. Nein, das war ein bisschen wenig. Na komm. Ah. Nein, nicht so viel. Freundchen. Es reicht euch lieber, geht her. Und nicht so weit außen, Junge. Unmöglich. Nein, nein. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das war eigentlich gar nicht mal so scheiße. Wieso? Ich verstehe das nicht. Nein, zu weit außen. Ich muss sagen, die Straße, die ist aber auch nicht so breit, ne? Aber das ist natürlich wieder mal. Oh! Oh! Ja! Das war gerade so schön, ne? Das ist eigentlich ziemlich nice. Und dann verkacke ich natürlich. Alter, schaffe ich über 100.000 Punkte? Lol. Das wäre, glaube ich, sogar noch meine Bestleistung. Das ist schon peinlich, ne? Nicht so weit rausrutschen, Fabian. Und drehen am besten auch nicht. Na, knapp nach das Mittel verpasst, aber trotzdem, es war wohl auf jeden Fall 3 Sterne wert. Ja, neue Bestleistung sogar, ja klar, aber noch 2 Sterne. Boah, der Mittelteil, also ich bin nicht ganz gut gedriftet, muss ich sagen. Da war ich zufrieden. Aber der Rest war so, naja. So, mal schön drehen. Stufenaufstieg, erstmal Wheelspin. Oder halt nicht annehmen. Ich hab die Taste gedrückt, aber wollte wieder mal nicht. Dann den Loops einlösen. Diesen Alfa Romeo gewinnen, den ich schon habe. Und wir gewinnen, juhu, wir tolle 4000. Ich freue mich so. Yay! Was ein tolles Auto. ja. 4000, was ein tolles Auto. Gut, dann geht's weiter mit diesem Gefahrenschild, was ich suchen werde und den Wagen noch aufbauen werde. Weil für 3 Sterne beim Gefahrenschild braucht man schon einen etwas schnelleren Wagen, der sich auch etwas besser fährt. Deswegen muss er noch mal ein bisschen mit Leistung nachgelegt werden. Wir müssen hier ganze 137 Meter erreichen. Das ist ziemlich viel. Und der Wagen ist halt voll aufgebaut. Hat auch S-Rennreifen bekommen. Hat ziemlich viel Leistung. Logischerweise. Und wiegt halt auch nicht so viel. Nämlich nur knapp über einer Tonne. Das ist jetzt nicht so viel. Das könnte der auch theoretisch relativ weit kriegen. Wir schauen mal. Wer jetzt mal einen Grip kriegen. Hat übrigens noch kein Allrad. Aber es geht auch ohne. Okay, Kurvenlage ist nicht so gut. War schon mal 120. Ja, das war schon mal. Also, das ist, glaube ich, machbar mit dem Antrieb. Das auf jeden Fall. Die Kurve, die ist ja richtig assi, Alter. Mir nicht so geil. Das sieht schön aus, aber kriegst du Zeit und Geschwindigkeit. Und das kriege ich auf jeden Fall hin. Ich brauche noch ein bisschen.
Oh, vielleicht. Ja, guck mal, schon mal 10 Meter weiter. Ja, das können wir schaffen. Gereicht haben, oder? Jawohl! Easy. Easy. Also ohne Allrad eigentlich kein großartiges Problem. Komm hoch, mein kleiner Freund. Jetzt werde ich jetzt gleich entweder das Sache mit dem Korb einblenden oder halt zeigen oder halt die Fahrt mit dem GTR. Also bis gleich. Da ist er, unser mattschwarzer GTR Black Edition von 2012. Auch, wie ihr seht hier, mit dem Bodykit. Was ich sogar, ehrlich gesagt, nicht so schön finde. Vor allem den Spoiler finde ich platt hässlich. Ist einfach viel zu übertrieben. Hat das matt, das sieht, oh, das sieht schon nicht schlecht aus. Würde ich hier mein also geiles Kennzeichen, ne? Schön mit Gold auf schwarzem Grund, am besten. Die Felgen, naja, finde ich nicht so geil. Die weißen Reifen irgendwie so, aber der Wagen ist halt eigentlich auch ziemlich geil. Ich meine, GTR ist halt geil, ne? Ja, ganz ehrlich, wäre mal kein GTR. Das ist ein R35. Ja, eigentlich, ich kann keine Leute, die den nicht mögen. So, jetzt auf S1 getuned. Hat 5 kW mehr als der normale GTR, also nicht gerade 4. Wiegt auch ein bisschen weniger. Gucken, was der so kann. So. Hat immer noch den gleichen Motor, zum Glück. Ja, wir legen mal los. Okay, Schaubelauf. Okay. Muss ich jetzt den GTR anfahren? Jetzt gedacht. Hallo. Komm. Diese ging hat er nicht. Wäre zu schön gewesen. Er fährt sie jetzt an sich erstmal wie ein GTR. Vielleicht mit einem, oh Gott, bisschen mehr Downforce. Können wir dann auch irgendwas einstellen bei der Theke? Oder ich weiß es nicht. Bin in der alten GTA noch nie mehr Bodykit gefahren. Was das ich finde. Ist das auch gar nicht mal so schnell, 33. Ich glaube überhaupt, das ist langsamer als ein normaler GTR im Spiel. Der Sound, naja, ich finde den neuen GTR-Sound besser im Spiel. Ich kann vom Gas gehen, ne? Nee. Sie macht das nicht mehr. Oh, das hört sich geil an. Nochmal. Fahr mal kurz den Tunnel, ne? Um es auch noch genießen zu können in diesem Wagen. Hallo? Was soll das, Huracan? Also die Driver-Tare, ne? Die sind... Ich meine, ich fahre auch manchmal nicht besser, aber die sind auch... Die sind einfach nur scheiße. Die nerven meistens nur. Der Sound, ne? Das ist halt, ein GTR. Das hört sich jetzt nicht groß anders als ein normaler GTR. Hat halt jetzt einen Fähigkeiten-Boost. Aber ich glaube... Ich würde auch eigentlich einen normalen GTR nehmen. Das ist keinen großartigen Vorteil eigentlich. Finde ich zumindest. Hier eben seiner die Entscheidung, aber okay.
Hello, my friend. In this ugly Porsche. Wieder ein bisschen fair. Naja, oh, wenn es halt ein Allrad da kann, ne? Dann noch ein GTR. Weg da. Ja, aber er sieht immerhin ganz nett aus. Wenn viele bestimmt feiern, das Ding. Gab es denn überhaupt schon mal den GTR? Ich weiß gar nicht. Als HE? Bin mir echt nicht sicher. Ich glaube, den gab es schon mal als Horizon Edition. Vielleicht nicht im Forza-Ton, aber so im Spiel, das kann gewesen sein. Ich weiß es nicht. Also für mich, ich brauche keine Horizon Autos. Ich finde die alle nutzlos. In meinen Augen. Aber ist ja egal. Ist trotzdem schön, dass es im Spiel ist. Oder halt zu gewinnen ist, ne? Weil natürlich Autos geschenkt, das nimmt man eigentlich immer gerne. Egal, was es ist. Außer vielleicht so ein Plymouth oder so. So ein Plymouth Prowler oder so. Irgendwas mega hässliches, das halt nicht. Aber so ein GTA kann man sich schon mal gönnen, ne? Wenn Autos keine Neigung genug haben. Vor allem nicht an Worte. Und echt eigentlich auch nicht, aber... Ja gut, da ist auch alles ein bisschen schwerer, ne? Da kann man eigentlich nicht so 400 Autos haben. Ist auch ein bisschen teuer vielleicht. Naja. Das war's mit dem heutigen Fahrzeugton. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Oder irgendwann später. Macht's, wie ihr wollt. Dann würde ich sagen, ciao.